10,15 Sekunden. Super Zeit, mit der man sich dann auch ganz elegant im 100-Meter-Lauf für Olympische Spiele, Weltmeisterschaften etc. qualifizieren könnte. Gestern hat er noch sehr intensive Sprinteinheit eigentlich hingelegt. Und auch auf Oleksiy Kasyanov darf man gespannt sein, denn der hat auch schon einmal ganz tolle Zeiten gesehen, 8479 Zähler, aber das Ganze vor 6 Jahren. Japans Meister Akihiko Nakamura ist da. Sie sehen es auch schon, 10,52 gelaufen. 21 Jahre jung. Pierce Lepage aus Kanada. 8027 Punkte, aber famose 100 Meter Zeit, schon 10,46 und dann Damien Warner. Olympiadritte ist der erklärte Favorit hier, der Sieger. Vorjahr, der Sieger 2013, sein erster Herausforderer, der großgewachsene Rico Freimuth, der auch schon 10,40 gelaufen ist. Das mit 1,95 und Dominik Distelberger ist mit dabei. 10,54 schon einmal als Bestzeit. Im besten Zehnkampf waren es 10,71 und das wäre das, was er so gerne mal im Auftaktbewerb hier schaffen würde, eine Zeit zwischen 10,70 und 10,80. So, jetzt erleben wir hier vielleicht schon ein ganz großes Highlight bei dieser 43. Auflage beim Hypo-Meeting. Innen wartet am längsten auf Bahn 4 Damien Warner. Ganz außen auf Bahn 6 Dominik Distelberger, dazwischen noch Rico Freimuth. Alle gut weggekommen. Warner hat schon wieder den besten Start hingeknallt. Auch Distelberger gut weggekommen. Warner tut sich da schwer mit sich richtig absetzen, aber er gewinnt in 10,35. 10,35 verfolgt von Lepage und Rico Freimuth, die da auch noch tolle Zeiten hingeknallt haben. Auch hier 0,5 Meter pro Sekunde Rückenwind. Eine fantastische Zeit, auch wenn es 2 Zehntel über der Marke aus dem Vorjahr ist. Aber das ist auf alle Fälle wieder deutliches Ausrufezeichen und ein Indiz dafür, dass Warner in Form ist. Pierce Lepage läuft hier auch noch unter 10,50. Rico Freimuth ganz hervorragend im Bereich seines besten Zehnkampfes. Kasyanov stark unterwegs. Und dann warten wir noch auf die Zeit. Dominik Distelberger bleibt auf alle Fälle in seiner Zielsetzung. 10,73 für Dominik Distelberger. Ausgezeichnet. So, Warner schon früh vorne. Da setzt er sich mit knapp 2 Meter Vorsprung durch. Klasse fällt hier Nakamura noch 10,78. Das war das Schlechteste, das Sechstplatzierte in diesem Lauf. Der Japaner auch noch unter 10,80 und Dominik Distelberger 10,73. Starker erster Bewerb im Zehnkampf der Männer mit einer Führung, mit der erwarteten Führung für Damien Warner. Mit einem starken Distelberger, mit interessanten Herausforderern, auch Kasyanov hier gut in dieses Meeting gestartet. Rico Freimuth hervorragend hat sich dran gehalten an seinem großen Konkurrenten. So, Warner 10,35. Pierce Lepage 10,49. Freimuth 10,53. Kasyanov 10,66. Dominik Distelberger 10,73. Und auch Nakamura 10,78. Und es gibt über 1000 Punkte für den Kanadier.